Guten Morgen. Guten Morgen, Leute. Wir sind heute am Flowtrail Siegen bei den Radon Test Days. Ja, wir werden heute hier uns mal ein paar Bikes leihen und einfach das Festival ein bisschen genießen. Ja, die Michi freut sich schon richtig. Ja. Okay, wir gehen mal los und gucken mal, dass wir ein paar Bikes bekommen. Wie verhält sich das hier mit dem Warten? Kannst du gut warten? Ich kann relativ gut warten tatsächlich. Aha, okay, das kann ja dieser Thomas ohne Haar kann ja ganz schlecht warten. Ich habe gehört, dieser Thomas ohne Haar, der kann als sehr ungeduldiger Mensch. Deswegen ist es auch sehr, sehr anstrengend, immer mit dem Radfahren zu gehen. Ja, da muss man eine Runde nach der anderen fahren. Es gibt ja Leute, die sagen, der hätte eine hohe Frequenz gehabt, früher, damals, wie er noch fahren konnte. Ja, zu seinen großen Zeiten. Ja. So, hier gibt es heute Fahrräder umsonst. Ist zwar klein, aber ich würde es probieren. Ja. Ist das denn Größe M? Größe M, ja. Das reicht doch für dich, du bist doch klein. Ja. Ja, ja, 1,19, ich kann auch schon L fahren, ne? Ja, ich bin immer dazwischen, immer. Ja. Dafür hast du heute dann ein bisschen verspielt, hör mal. Ja, ja, verspielt. Genau. Spielen wir heute mal ein bisschen. So, der Daniel hat sein Fahrrad. Heute fahren wir ein bisschen Ist das hier spannend? Wir gucken mal, was der Daniel sich hier ausgesucht hat. Ist auch erst ab 18 das Fahrrad. Gut, dass der Daniel schon erwachsen ist. Steht nämlich drauf, Nummer 18. Ein Radon Swap 10.0, wenn ich das richtig sehe. Oder Swoop. Swoop sagt man, glaube ich. Swoop, weil es ja 2O sind. Ne? So, XT-Bremse, das finde ich schon mal ziemlich gut. Das unverwüstliche 500er Shimano-Pedal. XT-Bremse, eine 38er drin, Performance Elite, wenn ich das jetzt richtig sehe auf den ersten Blick, und dann wahrscheinlich auch ein Performance Elite Dämpfer und SLX-Schaltung, also komplett Shimano-Ausstattung, das gefällt mir schon mal richtig gut. Mal gucken, was der Daniel dazu sagt. So, guck mal, wo der Daniel sich versteckt hat, da ist der Jerry, Thomasson. So, schwere Bike-Action hier with Jerry und Mickey. Hallo! Das fühlt sich original an, einfach wie das Torque vom Handling. Hast du den Sattel jetzt ganz oben? Das ist ganz oben, ja. Und Daniel, das Swap geht gut, hä? Das Swap geht super. Ja. So. Na? Wie ist der Uphill mit dem Swap? Super. Super. Geht leichter als mit dem Torque. So ein Mudguard hätten die vorne schon noch dran machen können. Oh nein! Nein! Ja, mein lieber Thomas Clemens, ne, jetzt ist, muss der Wendland aber nachziehen hier, ne? Croissants, Kakao, ne? Junge. Ja. So, Leute. Runde 2. Wir radeln wieder hoch. Ich jetzt diesmal auf dem E-Bike, und zwar ein Deft 8.0.
Ich bin gespannt, wie sich das jetzt anfühlt, weil ich ja immer nur Light-EMTBs gefahren bin die letzte Zeit. Und jetzt halt so ein schweres. Ich sage euch eine Sache, bergauf ist das schon ein Traum. Naja, wir legen mal los. Thomas und Jerry sind wieder weg. Aber wir wollen noch ein paar Runden auf jeden Fall drehen. Und ich würde übelst gerne einen Jab fahren. So Leute, Full Run. Wir sind ganz unten. Ein paar Abschnitte sind ja leider gesperrt. Aber egal. Wir können easy wieder hoch. Ja, zwei E-Bikes haben. Aufnahme beginnt. Aufnahme beginnt. Einmal schalten hier. Gucken, wenn dieses Jahr Steph taugt. Bremsen, da bin ich einfach kein Fan von. Weiter geht's. Weiter geht's. Oh. Stehe ich wieder falsch auf der Pedale. Wenn die Pedalen so klein sind. Der Baum hier, gruselig. Hier ist eigentlich nur nass. Willst du das trotzdem fahren? Nein, danke, jetzt nicht okay, so Leute, wir überspringen zu den anderen Abschnitten. So, im Abschnitt. Die Michi mit dem Light-EMTB vor mir hat natürlich gar keinen Boost. Ziemlich langsam unterwegs. Ich glaube, ich muss mir später eine Brille anziehen. Eben schon Matsch in mein Auge. Oh, das ist neu. Schau nicht. Full Run. Ah, hier ist bestimmt eine Pfütze drin. Ging tatsächlich. Speedrun, da geht's hoch. Hier ist jetzt auch ein Absprung und sowas neu, den ich ein bisschen scary finde. Ich bin gespannt, ob das offen ist, ob man es fahren kann. Ja, genau. Ebenso. Eigentlich okay. Eigentlich voll okay. Boah, Digga, das schlägt den Federweg rein. Nicht mehr feierlich. Ah, ja, den müssen wir nochmal machen, den Kicker.
zu weit, ey. Der Render, dein neue E-Bike? Der Render? Ja. Der Render macht Spaß, aber ich fand Steph besser. Okay. So, mit Chela, Follow Cam. Yeah, yeah, yeah. Follow Cam. Oh yeah. Ja, ich habe ziemlich viel Matsch im Gesicht. Yeah. Yeah, yeah. Ja, das schützt man. Ah, die fährt ja mal da die Highline, auch interessante Linienwahl. Ja, ich schick dem Corby das Video, Hypecam. Na hier, Corby. Hypecam 2.0. Die Schäler will nicht mehr vorfahren. Aber auf dem nächsten Abschnitt. Ja. Hypecam. Ja. Jetzt haben wir den neuen Sprung mal. Ticken langsamer. Eben war echt kritisch fast. Weil hier wird man halt aber auch schnell. Schön langsam. Yes, der war perfekt. So smooth. Soll halt aktiver springen. Ja, muss sein. Warum? Sailor Moon Cam. Alles fürs Video. Alles für die Klicks. Alles für die Story. Alles für die Views. Alles für die Fans. Alles für den Moves. So, das war unser kleiner Einblick für euch von den Radon Test Days am Flowtrail Siegen 2023. Ich bin immer super gerne an den Radon Test Days, nicht nur, weil ich gerne irgendwie verschiedene Bikes fahre, sondern weil die Atmosphäre einfach am Flowtrail Siegen super angenehm ist und entspannt. Die Leute hier sind einfach alle super gut drauf, alle super nett. Es ist eine entspannte Atmosphäre und hier kann ich auf jeden Fall immer ziemlich gut, ziemlich lange Zeit verbringen. Ich hoffe, dass ihr vielleicht mal inspiriert seid, beim nächsten Mal auch vorbeizuschauen, denn ich glaube, so ein paar Fahrräder hätte ich da noch gesehen, die hätte man noch verleihen können. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich hoffe, dann seid ihr wieder mit dabei. Deswegen abonnieren nicht vergessen, Glocke aktivieren, damit ihr nichts verpasst. Und schreibt gerne mal einen Kommentar in die Kommentare. Das hilft immer dem Algorithmus und pusht das Video einen Ticken weiter nach vorne. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao.
Da muss man doch drüber springen. Oh.